Das Ding ist halt, ich weiß auch irgendwann bestimmt, wenn es die Möglichkeit gibt, Atombombe. Irgendwann kommt denen und schmeißt einfach so einen Nuke auf uns. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich, dass ich nicht mal. Ich hatte gar keine krassen Items bisher, außer den Heli. Alle Waffen hat ihr viel bessere Waffen. Ich habe die nur von euch bekommen, nachdem ich euch getötet habe. Ja, also ja, okay, aber das meine waren erste halt immer Waffe gute Momente. Habe ich gecraftet. Ja, aber ich meine, als ich dich zum ersten Mal als Revi und ich dich getötet haben, da habe ich meine erste Waffe gecraftet. Echt? Ja, okay. Und da habe ich auch erst mein Waffentable gecraftet. Davor hatte ich gar nicht dieses Kaktusgrün. Ey, krass, da sieht man mal, wie wandelbar dieses Projekt ist. Das geht halt einfach ultra schnell. Plötzlich steht auf jemand wer anders vor dir. Moin Leute, herzlich willkommen zu dem ersten Tag nach dem schmackhaften Clash, wo uns der gute alte Dena mit dem Helikopter überrascht hat. Er hat einfach aus der Luft gerackt. Er hat uns Revi und mich einfach komplett weggeflext. Easy aber get wrecked, Leute, hier. Easy get wrecked. Nicer, dicer. Nicer, dicer. Ja, natürlich. So, jetzt müssen wir hier mal schauen. Wie geht's dir denn nach deinem Sieg? Ah, mir geht's super. Also ich schwitze total, weil wir hier sommerliche Temperaturen haben und eine riesen Aufnahmesession haben. Ja, aber wie gesagt, die Frage ich bin ist aufgeladen halt von Glücksgefühlen. Aufgeladen? Okay. Da fängt ja, halt schon wieder an, gönnt man das solchen Leuten. Aber da ist das auch gar nicht Thema der Folge, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weg, alle. Und weg. Spielen uns irgendwo. Ihr habt ja Spawnschutz, ihr Opfer. Lustige Sachen. Richtig, wir sind Opfer und du nicht und dann sehen und gemutet. Leute, die beiden haben jetzt Spawnschutz. Und das ist natürlich recht gut für wir. Was machen jetzt hier? Yellow, White, Aluminium, was schmelze ich denn mal? Ich würde mal sagen, Zinn ist vielleicht ganz sinnvoll. Oder Iron. Schmelze erstmal Zinn, weil ich das noch gar nicht habe, glaube ich. Schmelzen wir das erstmal. Hier wird auch noch hier gut produziert auf jeden Fall. Und ein bisschen Iron werde ich dann auch noch später schmelzen, logischerweise. Jetzt sollten wir uns aber erstmal, warum auch immer ich gerade das Falsche weggetan habe, nehmen wir mal ein bisschen Pogchop stattdessen mit. Jetzt müssen wir uns aber definitiv sehr, sehr dringend darum kümmern, ein bisschen Zeug zu bekommen. Die nächsten zwei Folgen darf ich niemanden von den beiden angreifen, weil beide sind zweimal hintereinander gestorben. Das heißt, sie haben zwei Folgen Spawnschutz. Und Revi ist dabei gestorben, wie er mit mir gekämpft hat und dann aus dem Heli rausgeflogen ist. Einen kleinen Anteil an diesem Tod hatte ich wahrscheinlich auch, aber zum größten Teil war es Pech und ein bisschen Dummheit von Revi. Und während Paluten ich natürlich komplett getötet habe, als ich zu ihm gekommen bin mit der Shotgun und ihn einfach niedergeballert habe. So, das war mein Heli, den sammle ich jetzt ein. Es könnte nämlich sein, die dürfen trotzdem zu mir vorbeikommen und dann könnten sie den Heli klauen, wenn ich ihn ins ME-System lege, aber nicht, das haben wir gerade eben extra nochmal besprochen. Das ist eigentlich ganz, ganz cool so, weil man verliert halt, wenn man ihn draußen lässt, ist das Risiko, weil man behält die Munition, wenn ich ihn jetzt abbaue, ist die Munition halt weg, aber dafür können die ihn halt klauen, deswegen. Hallo Dena, ich komme wieder, Revi. Ja, genau, als ob der wiederkommt. Ich glaube das nicht, hat ein bisschen Angst jetzt. Aber deswegen packe ich den jetzt lieber mal vorsichtshalber hier in meine. Hier rein. Wobei, ich Dummkopf, ich hätte mit dem mal wegfliegen sollen. Ich hatte jetzt nämlich überlegt, ob ich außerhalb der Mauer ein bisschen farme, weil da soll es auch sehr viele Sachen halt geben. Aber ich glaube, dann farme ich jetzt, habe ich das schon abgebaut, dass man, jetzt wäre es dumm, den wieder hinzusetzen. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier. Ich nehme mir die Waffe einmal mit. Habe ich noch Remington Ammo denn? Jawohl, habe ich auch noch Remington Ammo einmal. Habe ich ein bisschen Ammunition. Und ein Schwert reicht ja wohl locker. Was ist jetzt los? Ist er gestorben? Was ist jetzt los? Warte. Ich kann mich gerade nicht muten. Was ist los? Revi. Ah, der hört mich nicht. Die haben mich gemutet. Ich würde gerne wissen, was denn da passiert ist bei den. Was ist los, Fragezeichen? Naja. So, mein Heli kommt aber auf jeden Fall zurück. Und dann würden wir mal ein bisschen hier. Nehme ich natürlich nochmal mehr Pickaxes mit. Warum auch immer der so viel Quarz hier hat, er wahrscheinlich einfach gefunden. Noch eine Pickaxe, wenn wir welche haben. Jawohl, da ist ja noch ordentlich was dabei. Das sind da vier Pickaxe. Damit sollten wir, ach, und dann nehmen wir nochmal einen Pickaxe mit, auch wenn das eine von diesen kaputten ist. Da kann man nie von genug haben. Und dann würde ich mal sagen, farmen wir einfach mal in der nächsten Zeit, in den nächsten zwei Folgen zumindest, unten ein bisschen. Wir brauchen nämlich unbedingt Diamanten und um dann Obsidian abzubauen, brauche ich irgendwas um das mitzunehmen. Ich nehme mal ein bisschen Holz, dann kann ich mir unten das nämlich alles schon craften. Das wäre wahrscheinlich ganz praktisch. What? Habe ich da noch was hier? Neun Oakwood, da nehmen wir mal so mit einfach. Das sollte dann ja passen. Alles klar, brauche ich noch ein besseres Schwert? Nö, brauche ich nicht. Eine Waffe zur Verteidigung, falls jemand mich besuchen kommen sollte, habe ich auch am Start. Ich glaube, man könnte es hier machen. Ich habe schon überlegt, wie man Claymores macht, aber ich habe es noch nicht rausgefunden. Weil dann könnte man hier mit Claymores den Eingang so ein bisschen halt
absichern, sodass die Leute halt nicht da reinkommen. Und ich könnte hier eigentlich das hier mal zumachen. Aber ich glaube, Leute, das ist, glaube ich, scheißegal. Ich gehe einfach zu diesem Strip-Mining-Ding von mir und da werde ich schon finden und mache da weiter. Und das ist so abgelegen hier alles. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von den beiden, ich glaube sowieso nicht, dass sie kommen werden. Die wollen sie jetzt erstmal aufbauen. Gerade Revi kommt auf gar keinen Fall und Paluten, ach, der will sich direkt verlaufen bei mir. Deswegen sehe ich da jetzt gerade nicht so ein großes Risiko drin. Ich sehe nur ein Riesenrisiko da drin, dass ich so ein Dummkopf bin und keine, und nicht mal ein bisschen Torches mitgenommen habe. Aber ich glaube, bevor ich da hochgehe, das dauert länger, als wenn ich unten gleich ein bisschen was aufsammle an Holz und an Kohle und Holz habe ich da ja schon. Sulfur brauche ich, glaube ich, auch gerade nicht. Jetzt ist einmal der Paluten einmal runter vom Server. Hallo, ich hab ein Disconnect. Dann komm mal wieder drauf. Okay? Komm einfach drauf, rechne dir ein paar Sekunden am Ende drauf, die du dir das ausgleichen, dann passt das. Oder hast du irgendwelche größeren Probleme? Hallo? Ach, der redet nicht mit dir. Achso, komm einfach wieder drauf und und rechne dir die Minute drauf oder so, was du da verlierst. Okay? Oder hast du irgendwelche größeren Probleme noch? Nee, ich muss halt nur wieder ein bisschen zeitig da drauf. Alles klar. Und ich würde gerne fragen, wo du bist. Ich habe ein Problem. Ja, was ist los? Ich habe gerade mein Heli in der Luft gesehen, da war ich ganz froh. Und dann habe ich gejubelt und geschrien und dann habe ich vergessen aufzunehmen. Jetzt, deshalb fehlen mir jetzt 2 Minuten am Anfang. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ja, okay, nehmen Sie wieder auf. Also ich bin halt jetzt schon außerhalb der Mauer und die Leute wundern sich jetzt, hey, warum ist der da? Aber wie gesagt, alles cool. Alles klar. Aber mein Heli werde ich nie wiederfinden. Der ist einfach weggeflogen. Du hast ihn gesehen und der ist weggeflogen? Ich habe ihn gesehen und der fliegt nicht runter. Der fliegt einfach stur geradeaus weiter. Ich habe gerufen, Helikopter! Helikopter, komm zurück! Aber er hat einfach gesagt, nein, YOLO. Dann ist er einfach weg. Ich glaube, der mag den nicht, kann es sein. Ich glaube es auch nicht. Du musst dir so einen anderen billigen Helikopter machen und musst ihm hinterherfliegen. Stimmt. Und ihn dann so stoppen. Aber der hat ja irgendwann keinen Treibstoff mehr, oder nicht? Ja, aber dann muss ich bis nach Nimmerland laufen, so viel Treibstoff, wie ich da reingeballert habe, Alter. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Hast du denn den Kram jetzt aus der Mitte gelootet, Felix? Ja. Okay. Nee, hab ich nicht. Also geh ruhig dahin und such dir das. Okay, mach ich. Richtig stumpf einfach. Gut, ich müde mich nochmal. Bis später. Alles klar, bis später. Ich warte mal, Felix. Ja? Was? Möchtest du mich besuchen kommen, oder wie? Ja, ich war eben schon bei dir, aber dann habe ich den Disconnect bekommen. Ich weiß nicht, ob das an deiner Basis liegt. Ja, ich habe so eine Disconnect-Bombe eingebaut, ja. Okay. Das ist ja nicht so nett. Glaubst du wirklich, ich würde jetzt mich hier mit dir betteln, mein Lieber? Das ist doch... Ich kann doch nicht, nachdem du gestorben bist, dich schon wieder töten. Das wäre mir halt auch... Das wäre mir unangenehm, würde ich sagen. Okay. Oh, uiuiui. Was? Die sind gar nicht so einfach zu steuern, diese blöden Helikopter. Du hast mit dem Heli angeflogen? Ich bin direkt über deiner Base und ich flieg ein bisschen rum. Na, dann pass bloß auf, dass du nicht mit der falschen Taste aussteigst und stirbst, mein Lieber. Wo treibst du dich rum? Ich hatte mich jetzt darauf eingestellt, dass ich jetzt farmen werde und deswegen bin ich nicht in meiner Base gerade. Sondern dachte, ich kann mal in der Mitte was suchen. Was? Ich hab Tin gefunden. Ja! Das ist so schön! Dann soll ich vielleicht meine Zeit auch ein bisschen eher da rein investieren. Das ist wie mit den Eltern, wenn man sie sucht und im Einkaufszentrum und dann kommt sie einfach. Wurdest du nicht ausgerufen? Der kleine Revin, sie da, sie ist mal dann verlaufen. Es ist mir egal, dass Herbert Helikopter jetzt weg ist. Ich hab den gefunden. Das ist viel wichtiger. Es geht auch. Toll, aufwärts. Und ich flieg jetzt hier ganz, ganz alleine, ganz traurig rum. Du fliegst alleine traurig rum? Das ja, ich bin mit meinem Helikopter zu Felix geflogen. Ist geil, alle haben auf einmal einen, nur ich wieder nicht, weil Herbert sich einfach aus dem Staub gemacht hat. Na gut. Ja, aber das liegt ja auch da. Wie du ihn verabschiedet hast, da würde ich mich auch aus dem Staub machen. Ja, ich bin halt einfach normalerweise haben wir abgesprochen, dass er dann von alleine landet, in die Base zurückkommt und dann alle Gegner rackt. So was macht er? Das Hundetraining bzw. das Helikoptertraining hat gar nichts gebracht. Da bezahlst du so eine blöde Trainerin dafür, was ist? Nichts. Sah die Trainerin wenigstens gut aus? Nein, nicht mal das, die war dumm. Bis zum geht nicht mehr. Dumm? Oh, noch mehr Tin. Oh, Leute. Oh. Das ist ja viel. Okay, dann soll ich vielleicht deinem Beispiel folgen. Meine Hose ist nass. Ja. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz hier. Okay, alles easy. Jetzt finde ich noch 700 Helikopter-Diamanten und dann. 7 Helikopter-Diamanten. Ja, wer kennt sie nicht? Die Welt. Diamantokopter. Okay. Warte mal, hier. Vor allen Dingen dadurch, dass Felix mich immer in meiner Base so gefühlte 1000 Mal gerackt hat, habe ich hier so wunderschöne viele Punkte. Ich habe das eben gesehen, das sieht bei dir vorne aus wie im Gazastreifen, Alter. Oh, warte mal, kann ich da jetzt. Oh Gott. Revi, bei dir habe ich nur das Efeu von der Wand geschossen. Oh, ja, das stimmt, bei mir warst du echt noch gnädig. Bei Paar hast du einfach alles verreckt. So, jetzt mach ich mal weg. Ich weiß übrigens nicht, was bei euch das Farming-Problem ist, ne? Also, ich kann auch ohne Höhle, einfach wenn ich nur so farme, finde ich die ganze Zeit Rohstoffe. Ich habe halt wirklich gestrippt wie ein Dussel und ich habe echt da. Vielleicht hast du auf der falschen Höhe gestrip mined. Oder du musst mal diagonal strip mine.
Nee, ich, diagonal. Ich war mal auf Y95, also in der Luft. Ich habe mir da so einen Gang gebaut, aber das nicht gebraucht. Oh, hier fährt gerade irgendjemand auf dem Hof. Das ist mal wieder, das ist im Top. Der wird mich gleich wieder ein bisschen talken hören. Das ist ja gut. Habe ich gesagt? Also. Ich habe auch neulich Müll runtergebracht und habe ich gehört, wie du, ich glaube, Happy Wheels aufgenommen hast. Okay, ja, das hat Peter das eine Mal auch irgendwie gehört. Das war ein bisschen. Ich glaube, manchmal stehen da unten Leute und applaudieren. Ja, die sagen, buh, halt die Schnauze, Alter. Mal so wegkommst und nicht so was ist das? Okay, jetzt muss ich hier mal gucken. Sollen wir nicht mal in dieser Konstellation zusammenbleiben? Ich finde das gerade mal ganz angenehm, muss ich ehrlich sagen. Da kann man ein bisschen talken, ein bisschen miteinander, genau. Ne? Finde ich auch. Richtig. Das kann man sehr gerne mal machen. Ich freue mich jetzt gleich, oh, noch mehr Tint. Oh, Leute. Ich freue mich jetzt auf das romantische Candlelight-Dinner mit dir, Felix. Bist du jetzt außerhalb der Map, dann darf ich dich angreifen, ne? Nee, bin ich gar nicht. Oh, ich darf dich angreifen. Ich kann jetzt mit dem Heli zu dir fliegen und dich angreifen. Ja, find mich doch. Oh, ganz ehrlich, du weißt ja nicht mehr, in welche Richtung. Hat irgendjemand von euch meint, es gibt auch Probleme, Silver Ore zu finden? Ich habe jetzt hier ein Vorkommen gefunden mit 20 Silver Ore. Also ja, die spawnen halt. Es sind vier Stück nur, aber trotzdem. Ja, aber du hast dich einfach runtergegraben. Ich habe mich einfach runtergegraben, also außerhalb der Messe. Silver Ore spawnen halt immer in riesigen Clustern, aber halt irgendwie nicht da, wo ich sie suche. nicht da, wo deshalb, wir deshalb sind. Deshalb ist das einfach verbuggt. Aber ey, ganz ehrlich, das ist einfach Glückssache. Ja. Also da muss ich auch niemand beschweren. Das ist Glück halt einfach, ist halt meistens mit den Torfköpfen. Ne? Das ist halt ja, aber so. Deshalb frage ich mich, weshalb wir nicht in Tins schwimmen. Revi, was ist da los, Alter? Normalerweise, weißt du, wir beiden weißt du, wo drin ich schwimme? In Gold. Deshalb muss ich mir eine goldene Diegel machen, weil ich kein Eisen habe. Ich kein Gold. Siehst du? Ich muss in Gold. Ich war gezwungen, eine goldene Diegel zu machen, weil ich nichts anderes machen konnte. So reich bin ich. So, warte mal, das sollte ja ausreichen. Nehmen wir nochmal ein bisschen Proviant. Ist eine goldene Diegel denn gut? Die hat Palle, glaube ich, echt gut was gezogen, ne? Am schlimmsten sind einfach die Shotguns. Ja, von die SPRS, also, ne? Ich habe auch mittlerweile ein echtes Trauma. Ich bin zweimal durch eine Shotgun oder dreimal gestorben und irgendwie auf einmal kam da so ein komischer Helikopter, der mich da bei Clash auf einmal weggerfetzt hat, Alter, bis zum geht nicht mehr. Ohne Spaß, man muss ihm einfach lassen, es war eine bosshafte Aktion. Es war einfach eine coole Aktion. Ja, da aber wie gesagt, jetzt hast du dieses Gewehr nicht mehr. Jetzt kannst du damit keine Elefanten mit. Kann man doch wieder eins craften. Nee. Bernhard die Zweite, ich glaube es nicht. Smörter kommt, Alter. Smörter strikes back. Ich dachte gerade, ich hätte Silber gefunden, das wäre schön gewesen. Es war nur Aluminium. Das ist nicht so aber schön. Vielleicht. Warte mal, ich habe gar nicht so viel zu essen hier. Brauchen wir noch mal ein bisschen mehr. Felix sich wieder gemutet? Nee, ja, der hat wieder. Ich dachte, er hätte keine Lust auf uns. Ja, ich mag euch gerne. Ja. Ich war so unsicher, weil normalerweise, weißt du, ist Felix immer jemand mit einer starken Stimme, sagen wir es mal so. Ja, aber manchmal schone ich mich auch ein bisschen, dann höre ich euch gern zu. Ja, das Ding ist halt auch, wenn er halt nicht redet, dann plant er wieder irgendwas. Das ist halt einfach so. Stimmt. Nee, wenn ich was plane, rede ich immer ganz viel. Und noch mehr Zinn. Ganz ehrlich, jetzt, ich bin der Zinn-Millionär. Ich bin der Zinn-Millionär. Ohne Spaß. Aber Herbert, ich bin aber Herbert Helikopter ist einfach weg. Ich werde ihn nicht wiedersehen. Hä, es ist gar nicht Nacht. Natürlich ist es Nacht. Ja, gut, aber nicht mehr lange. Wie den einfach will, dass wir vor die Tür kommen. Ich weiß aber auch gar nicht. Ja, aber also die Frage ist ja auch, was ist die Base letztlich? Die Base ist doch auch bei mir hier vorne, oder nicht? Ist die Base das ganze grüne Gebiet? Nee, nicht das Ganze, aber zumindest Flugplatz und sowas. Ja, Flugplatz Fall. Und so schon, würde ich auch sagen, klar. Ja, aber nicht, dass man jetzt überhaupt bis zum aber nicht, wenn man irgendwo an der Ecke von seinem eigenen Grün farmt, dann darf man trotzdem getötet werden, oder nicht? Ja, ja. Gut. Das sage ich jetzt wieder und dann kommt auf einmal Iske Dreck. Auf einmal, bam! Jetzt ist schon in Position gewesen. Ich hab auch keine Angst mehr vom Sterben. Weißt du, so als ich die ganze Zeit souverän so geführt habe, da dachte ich so, ach komm, was wollt ihr denn? Und dann, als ich das erste Mal von euch getötet wurde, dann das zweite Mal, ach Leute, Alter. Aber Leute, ihr wisst schon, dass das hier eigentlich ein super Training für Varo ist. Das müssen wir einfach mal sagen, weil wir jetzt schon diesen psychischen Druck simulieren, der uns bei Varo... Der macht mich fertig. Vor allen Dingen der Druck von den Zuschauern macht mich manchmal auch ein bisschen fertig. Leute, habt teilweise bitte ein bisschen Nachsicht mit uns. Wir sind auch nur Menschen, wir machen Fehler. Und ja, ich habe zum Beispiel gerade habe ich einen Fehler gemacht. Ja, ich würde auch ganz gerne hier... Silber! Oh, warte! Kann jemand gerade ins Bett gehen? Das war ein Silber. Das war's. Felix, bist du zufälligerweise gerade in deiner Base? Das ist geil. Ja, aber ich gehe nicht ins Bett. Wieso gehst du nicht ins Bett? Ja, ich habe kein Bett in der Nähe. Oder ich bin in der Base und gehe einfach nicht. Verluten is now sleeping. Nee, ich kann nicht schlafen. Oh Mann, da kann ich nichts machen. Oh, kannst du mich nicht besuchen? Komm, was du eigentlich vorhattest, oder wie? Ich war doch schon bei dir. Aber du hast dich ja nicht rausgetraut. Nicht rausgetraut ist relativ. Ich wollte vielleicht ein bisschen Minecraft spielen oder so.
Ich bin immer nur draußen, ich bin manchmal ich könnte ja... Nee, ich hab... Cloaker-Goggles brauchen wir für ein Battle. Die werde ich jetzt nicht mitnehmen. Wollte ich gerade sagen, Alter, die würde ich auf keinen Fall draußen aufs Spiel setzen. Ja, aber ich komme jetzt das Problem... Doch, setz sie aufs Spiel, ich habe bestimmt keine Chance. Bestimmt verlierst du die nicht gegen mich, nein. das Ding ist halt, dass draußen einfach dieser Psychopath wieder rumfliegt, weißt du? Na, das Problem ist einfach, dass ich hier nicht... Warte mal, dann mache ich das halt so, weißt du? Wenn es den Weg... Ich fliege vom eurer Base immer hin und her und gucke, ob irgendeiner aus Versehen... sich aus Versehen wegbewegt. Richtiges hobbylose Opfer. Tut mir leid. Ah, Quatsch, der farmt doch schon wieder, das wissen wir doch alle. Der Verrückte. Ja, wo alle wieder schreiben, oh, Dina farmt nicht so viel und dann hat er wieder alle Items und dann kommt er wieder an. Get wrecked, dann kommt er einfach mit he's get wrecked. Das Ding ist halt, ich weiß auch irgendwann bestimmt, wenn es die Möglichkeit gibt, Atombombe, irgendwann kommt Dina und schmeißt einfach so einen Nuke auf uns. Aber die Wahrheit ist ja eigentlich, dass ich nicht mal, ich hatte gar keine krassen Items bisher, außer den Heli. Alle Waffen hat ihr viel bessere Waffen, ich habe die nur von euch bekommen, nachdem ich euch getötet habe. Ja, ja, okay, aber das meine waren erste halt immer Waffe gute Momente. Habe ich gecraftet. Als ich dich zum ersten Mal als Revi und ich dich getötet haben, da habe ich meine erste Waffe gecraftet. Echt? Ja, und da habe ich auch erst mein Waffentable gecraftet. Davor hatte ich gar nicht dieses Kaktusgrün. Ey, krass, da sieht man mal, wie wandelbar dieses Projekt ist. Das geht halt einfach ultra schnell. Plötzlich steht auf jemand wer anders vor dir und hat auf jeden Fall viel krassere Sachen. Die und wie gesagt, wenn ich da gestorben wäre vorhin mit dem Helikopter, vor 4 Folgen oder was es war, mit dir. Dann hättest, hättest du gewonnen, dann hättest du richtig viel Zeug gehabt, weil ich alles... Ich hätte das Loot von Palle und mein ganzes Zeug, was ich dabei hatte, und mein Heli, hättest alles du gehabt. Ja, das Ding ist, ich hätte dich da nicht wegfliegen lassen sollen. Ich hab halt gesagt, okay, lass ihn abhauen, sonst verliert er das noch. Ist wieder Tag? Oh. Nee, wirklich, es war halt echt eine Gefallenstat von mir. Da dachte ich so, landest du jetzt halt wenigstens, weil du jetzt einen Battle auf jeden Fall gewonnen hast, im rhetorischen Sinn und dann, ja. Im rhetorischen Sinn. Dann fehlt halt auf einmal der Fallschirm irgendwie und Herbert macht sich vom Acker. Da fehlt der Fallschirm, das ist gut. Der war irgendwie nicht da, Leute, meine Damen und Herren. Ja, ich weiß auch nicht, Mann. Ich hab das Ding durch den TÜV geschickt, alles, weißt du, ich hab's gekauft. Am Schwarzmarkt in Karatscha und dann dachte ich mir, gut, normalerweise die Leute wissen ja, was da abgeht, die werden ja sowas reinbauen. Nichts. Also wie gesagt, guckt, dass ihr euch sowas selber herstellt, nicht irgendwo kauft. Ja, Leute, also wenn ihr selber Clash spielt, in Anführungszeichen, dann... wenn ihr selber mal mit schwer bewaffneten Sachen rumfliegen wollt und vielleicht auch mal gegen eure Freunde kämpfen wollt, dann passt auf, wo ihr die Sachen herbeholt. Ja? Geht zum Waffendealer eures Vertrauens, nicht zu irgendwelchen Leuten. Geht zu Steve. Genau, Waffendealer Steve, wer kennt ihn nicht? Der ist weltberühmt. Total. Steve kennt eigentlich jeder. Der kommt aus meiner Hometown. Ja? Ja. Aus Hamburg. Aus Hamburg. Hamburg. Hamburg City? Habe ich mir meine Uzi gekauft. Natürlich, da habe ich Karate-Tommy abgeballert. Damals bei der weltbekannten Kiezschlacht 82, ey. Karate-Tommy, Alter. Den habe ich. Der kassiert Karate-Tommy, ey. Der ist letztens gestorben. Karate-Tommy. Echt? Ja, Warum? Davor ist der schöne Misha auch schon gestorben. Und für den einen oder anderen, die haben sich tatsächlich so genannt. Beziehungsweise, die haben solche, das waren halt damals so Kiezgrüßen. Karate Tommy, weil er so eine Karate-Schule hatte. Der schöne Misha, weil der irgendwie angeblich so schön war. War der schön? Ein paar Leute gab's noch. Die hießen die Nutella-Bande. Was? Ja, weil die so... Hört sich an wie so eine Kinderserie. Ja, weil die so grün hinter den Ohren waren. Das war halt die zweite Generation der Kiezgrößen, also in Hamburg. Und deshalb haben die Nutella-Bande genannt. Ja, waren die denn auch krass oder nicht? Die waren schon ziemlich krass, ja natürlich. Die hatten da damals ordentlich was zu sagen. Ja, und bei mir ist das Spiel mal wieder gecrashed. Und der schöne Misha ist tot? Der schöne Misha ist, glaube ich, gestorben. Also ich glaube, der ist schon während dieser Revierkämpfe gestorben. Der wurde abgeknallt. Ich glaube schon. Ich bin mir da aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe mal so eine Kiez-Doku gesehen. Die war echt nicht schlecht. Na geil, du Crash im Real Life auf jeden Fall läuft. Ja, aber dann irgendwann kamen dann die Waffen auf den Kiez. Und dann war alles vorbei. Da habe ich gesagt, ich packe meine Sachen. Ne? Ja, da habe ich dann gesagt, tut mir leid, Leute. Ich bin weg. Ich gehe nach Köln. 83 bin ich dann nach Köln gekommen. Okay. Hab dann hier ein bisschen was aufgebaut. Was und, denn? In eine Milchfabrik. Ich habe mein Erspartes gesammelt, so von den diversen Sachen, und dann habe ich mir eine Milchfabrik gekauft. Eine Milch oder eine Müll? Beides. Okay. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Manchmal weißt du, wenn das ein bisschen gestreckt wird, die 1,5er Milch zum Beispiel, die strecke ich so ein bisschen. Das ist eigentlich 3,5er, auch 3,8er, bloß mit ein bisschen Papiermüll. Ist geil. Aber ist geil, du. Niemand sagen. Nee, um Gottes Willen, also da werde ich auf jeden Fall physisch stehen. Falls ihr das übrigens kaufen wollt, P. Dizzles leckere Landliebe-Milch. Backing-Link ist in der Beschreibung.
Ich habe mich gerade mal kurz gemutet, Leute, nur dass ihr wisst, was ich mache. Ich seht vielleicht oben links auf der Karte die ganze Zeit, ich versuche irgendwie zu meinem alten Strip-Mining-Gang zu kommen, aber irgendwie finde ich den nicht. Aber ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich habe stattdessen diese fette Höhle gefunden und. Nee, das ist wieder die Höhle. Hä? Leute, schaut doch mal hier. Irgendwie ist hier, genau hier ist doch mein Strip-Mining-Gang, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Genau hier ist doch irgendwo mein Strip-Mining-Gang. Der kann ja jetzt nicht so weit weg sein. Hä, wo ist denn mein komischer Strip-Mining-Gang? Nee, ja, wenn ich jetzt so gucke, ist er wieder in die Richtung. Ich verstehe. Da ist er! Genau! Krasser Scheiß, Leute. Der Strip-Mining-Gang hat direkt in diese Höhle geführt. Da hinten waren Diamanten, hier waren Diamanten. Sehr, sehr nice. Jetzt habe ich insgesamt wie viele Diamanten? Okay, mit den zwei kann ich leider auch keine Spitzhacke machen. Dann muss ich einmal nach oben, um hier halt eine Spitzhacke zu machen. Dann mache ich mir noch einen Eimer, um aus dem Lava halt Obsidian zu machen. Also dann Wassereimer. Und dann... Komm. Oh, ich, sorry, ich habe mich außerdem gemutet. Wann ist hier Ende? Ich glaube, die Folge ist schon vorbei. Ja, ich weiß es halt nicht, weil bei mir, ich habe ja noch ein bisschen länger, aber was steht denn auf deiner Uhr? Bei mir steht, dass es schon vorbei ist. Okay. Ich habe so einen Timer gestellt, der ist abgelaufen, ich habe es irgendwo nicht gecheckt. Aber noch nicht lange. Das war's da von der heutigen Folge von Minecraft Flash, zumindest von mir. Ich melde mich hier mal alleine ab. Und wir sehen uns morgen wieder, Leute. 14 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Dann machen wir uns eben, wie gesagt, hier Obsidian und dann machen wir uns vielleicht ein Nether-Portal. Können vielleicht schon Nether gehen. Oder vielleicht hören wir auch zwischendurch einfach mal den P-Diesel nochmal oder den Revi. Mal schauen, ja. Zumindest P-Diesel läuft hier anscheinend hier irgendwo rum. Den sollten wir als Easy Get Wrecked töten können. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge von Minecraft Clash. Und ich kann vielleicht bald so irgendwelche Sachen verzaubern, Rüstung oder so, dass sie noch krasser werden. Das wäre vielleicht eine fette Idee. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.